Ja, was soll ich noch drücken? Ach so. Shut your hole. I don't want to go to Mexico. I want to go home. Home. Hold on, I'll be back in a minute. What the hell? Hat er seine Waffen genommen? Hast du keine Waffe mit dir? Oh. What's he still doing down there? It's one thing torturing a man, it's another thing putting him through stories of the homeland. He better hurry it up. I don't want to be here when the law comes for that side of me. Wie auf einem Pferd. Hier ist kein Pferd. Oh. Hinten. Lol. Muss ich echt mit einem Pferd abhauen? Ich hätte auch einfach laufen können. Ich meine, laufen ist leiser, aber okay. Da hinten ein Pferd zu holen, ist nur kompliziert, aber egal. Jetzt stopp da durch. Menschenskinders. Tschüss. Ich meine, eben war ich fast entkommen, aber hey. Seh nix. Hallo, jetzt. Shit. Das war nur ein Steinchen. Okay. Ja, das war nur ein Steinchen. Hätte die locker drüber springen können. Ich hab ein Nickerchen gemacht. Oder er macht ein Nickerchen. Aber unsere ganzen Sachen sind doch noch da. Das heißt, wir müssen sowieso dahin. Mein Hut. Das Wichtigste überhaupt, mein Hut. Arthur. Arthur? Forster.
told you it was a setup, Dutch. Oh, my boy. My dear boy, what? They got me. I got away. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help. Reverend Swanson. He was gonna set the law on us. No, of course he was. I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. You are safe now, Arthur. Okay. I got you. You're safe now. That's pretty, Dutch. That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. Der Arme muss immer so viel mitmachen. I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Well, not quite yet, Reverend. Der Bart. How you feeling? Oh, about the same as you. I'm sorry to hear that. Well, take care of yourself. You too. Ja. Läuft. Die da hinten? Genau, ja. Da geben wir jetzt mal gerade noch das Ding ab. Wenn sie mal stehen bleiben würde. Hallo? Hallo? Hey, Sadie. So you didn't get Como Driscoll? No. And I'm feeling better, by the way. Here, Bart. Got hold of a harmonica for you. I look forward to hearing you play it. The only audience I ever had was my husband, and... Und tschüss. Oh, fair enough. Ach, das ist gar nicht mein Zelt. Oh Gott. Ja, definitiv. Ja, bitte. Ein. How's it going? Not my usual. You and me both. So besser. So. Das ist bestimmt irgendein legendäres Tier, was er wieder jagen will. Nee, danke. Good morning, Arthur. John. Oh, finally back on your feet. All that crap you gave me after that wolf attack? Yeah. Well, I guess for now even. Halt, warte. Ich wollte die ganze Zeit was machen. Wo ist denn die Kasse? Hey, Mary Beth. Glad to see you back on your feet. Da ist die Kasse. Morning, Arthur. Wollte mich ja mal ums Camp kümmern. Voll vergessen. Nein, nicht Kontrollbuch. Nein. Oh, wir müssen zu Poseur. Haare. Geht ja gar nicht. Ich will da dran. Nein. Ich hab schon wieder falsch gedrückt. Warte. E. Ach so, wir hatten Schulden. Oh. Okay.
Also ich das Mikro noch mit mir mit. Boah, haben wir viel zum Spenden. Ich habe das aber gar nicht mitbekommen. Wofür hatte ich denn jetzt Schulden? Hä? Okay, nächste Seite. Wir brauchen Arznein. Nochmal. Achso, ich kann nur einmal kaufen. Wir brauchen Vorräte. Munition haben wir. Ja, solange es nur im Spiel ist, genau. Aber ich wüsste gerne, warum. Haben wir hier? Hey, wir haben so viel Geld. Komm, wir geben mal was fürs Lager aus. Okay. Okay. Ach, stimmt. Verbesserungen. Aber da, nee, dafür brauche ich ja... Was? Hosea. Hey. Ach so. Ich weiß zwar nicht, was das Boot jetzt bringt, aber hey. Was gibt's noch? Das war's? What we doing so far south, Arthur? I don't like it. Seems as good a place as any to get chased by the law, Miss Tilly. You ain't so dumb as that, Arthur. Oh, wir müssen zum Friseur. Das sieht ja schlimm aus. I know. I'll keep you safe, Miss Tilly. My mama was a slave until she was 15 years old, Arthur. I'll keep you safe, miss. You have my word. So, darf ich jetzt? Danke. What have you been up to, Arthur? You look odd. You want to talk? I don't know. I just don't feel myself. Been out a lot. Sure. Anything fun? I've been bad. I've been killing animals just for the hell of it. Stimmt gar nicht. That's it. Well, also killed a bunch of innocent folk. I don't know why. What's wrong with you, Arthur? I just get so angry about everything, about how this is gonna end. Well, it'll only end well if you keep your mind, Arthur. We need you. I know. Okay, wir dürfen keine Unschuldigen töten. Sonst dreht Arthur durch. Das wollen wir nicht. Arthur, Arthur, how you Oops. Been? I've been real worried. What do you want? Was willst du? Don't be like that. All right, you know, just a few bucks. I'm short. Get so. Lost. Well, I'll go try someone with a heart. You do that. Ich hab kein Herz. Geh weg. Oh, was macht denn der Hund da? Ich bin unschuldig. Good morning, Arthur. Hey, boy. Ach, der will Fleisch. Ich verstehe. Ist Essen schon fertig?
Ich hab schon wieder vergessen, wo es steht. Ah, ist noch nicht fertig. Okay, hier war irgendwo. Das ist weit weg? Oh. Wollte da schon zu Fuß hingehen. Cool. Im Saloon, dann kann ich Haare schneiden. Wo ist mein Pferd? Da. Fütter. Ja, du kannst mir glauben. Ich bin immer unschuldig. Ich lüge nie. Come on, girl. Okay, girl. So. War mal das. Auf zum Friseur. Okay, ich darf nicht unbedingt viele Tiere töten und unschuldige Menschen. Aber wie soll ich denn dann unterwegs mich ernähren? Gut, ich könnte Essen kaufen halt, ne? Man fährt einen fetten Arsch. Hey, Mister. Und du sollst, als hättest du einen fetten Arsch. Hey there. Ich reite. Wonach sieht's aus? Ich wollte das Gespräch verfolgen. Nein, bleib hier. Ist ja okay. War schon zu spät. Been waiting for you, Arthur. Well, I'm sorry to have kept you. Come on, let's get going. What's the plan? We're meeting a couple of the Greys over at the saloon. They spoke to Bill about a job needing security. After the farce of stealing the horses for them, why are we doing this? Because we need to stay in with them. And they're paying. So what kind of security they want? We're about to find out. Now come on. This seem legit to you, Bill? Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Can we trust them? Can we trust anyone? Yeah. Let's just see what they say. They said there was some big misunderstanding about them horses. And what about boarding their fields? They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so. Yeah, they think it was the Braithwaites. Listen, I know these Grey boys a bit now. This is on the level. We're stuck in the middle of some ancient feud, but instead of playing both sides, we're being used by both of them. They were saying that Catherine Braithwaite... Hey, hold up. This don't feel right. No, it don't feel right. I could have told you... Willst du mich jetzt verarschen? Ist der tot? Over here, fellas.
komm. Ja, dann frisch einmal. Guck. Hat kein Leben mehr. Upsi. Ich sollte auf das Herz an. Ich finde diese Herzanzeige echt nicht cool. Sloppy Morgan. You see that window and Sean's skull? Don't talk to me about sloppy. Better in here, not there. Most of them. Not all of them. Sheriff Gray. And what about Bill? Where the hell's he? We'll find him later. Come on. Willst du mich jetzt verarschen, der ist tot? You need to get a hold on this town. It's going to hell. What do you think you are? Bunch of two-bit thugs from God knows where? You're so dumb to think we don't know what you've been doing. Come out, Sheriff. It's over. Gluten. We put down far worse than you, 100 times over. This is the Gray's town. Always has been, always will be. Only Gray's I see left around here is you. You want us to come out? We'll come out. Shit. Oh, Bill. Guns on the ground now. Both of you, don't do it. You know we can't do that. You put the gun down, Sheriff. I'll blow his brains out. You want to join your little friend there, do you? Either way, you're a dead man. Morgan? Shit. Das ist doof. He was a good kid. Well, how the hell was I to know? Let me see. They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead. Same as you. Same as Hosea. All you do is complain when things don't work out. Except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on, what, 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cowpoke. Also bis jetzt hatte Arthur ein immer recht. Body. Bury him proper someplace, quiet. Micah,
Best you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you. Get out of my sight, pair of fools. Also bis jetzt hat er immer recht gehabt, wenn irgendwas mit dem Hinterhalt war. Aber gut. He was like an annoying little brother to me. What fun we had riding together. What a goddamn mess we are making of things. Warte mal, das mit Miss Penelope haben wir gelesen. Achso, ja. Diesmal war Albert Mason wild entschlossen, sich von einem Alligator fressen zu lassen. Wieder hat er eher zufällig überlebt, mit mehr Glück als Verstand. Das war ja vorgestern. Wir sind Pferde stehlen gegangen. Unsere Gier war größer als unser Verstand. Wir haben eine Geschichte geglaubt, die uns jemand aus der Familie Gray erzählt hat. Der Patriarch Tavish. Ach, der Patriarch Tavish, so. Ein besonders unangenehmer Vertreter einer ohnehin schon recht unangenehmen Familie. Er ließ uns glauben, dass die Braithwaite Lady ein paar unglaublich wertvolle englische oder arabische Vollblüter besitzt oder was auch immer. Jedenfalls haben wir uns schon im Geld schwimmen gesehen, aber am Ende sind wir uns wie die letzten Idioten vorgekommen, also haben wir zumindest bekommen, was wir verdient haben. Charles und ich sind Trelawney. Ich kann den Namen nicht aussprechen, suchen gegangen, der in Rhodes war. Er war von Kopfgeldjägern überfallen worden, die über ihn an uns rankommen wollen. Am Ende lief das ziemlich schief und er wurde übel zugerichtet. Aber wir haben ihn da rausgeholt. Er hatte Angst, dass noch mehr solche Kerle kommen. Darum ist er mit uns ins Lager zurückgekehrt. Es scheint immer noch mehr zu geben. Mehr Kopfgeldjäger, Pinkertons, Gesetzeshüter. Wo wir auch hingehen, es gibt mehr und mehr Zivilisation. Vielleicht ist das die Zukunft, wir werden sehen. Diese ganze Gegend wird mir langsam unheimlich. Ich will zurück in das weite, offene Land des Westens oder was davon übrig ist. Aber selbst das ist nicht mehr so, wie ich es in Erinnerung habe. Überall so zwischendrin irgendwelche Zeichnungen. Ich habe mich nach einem interessanten Zusammentreffen mit Calm O'Driscoll etwas erholt. Dutch hatte es sich in den Kopf gesetzt, sich mit diesem Bastard zu treffen, um diesen Wahnsinn ein für alle Mal zu beenden. Nur teilte Colm leider nicht Dutchs Vorstellung von Ganoven-Ehre. Das Ganze war ein Trick, um mich gefangen zu nehmen und damit den Rest der Bande in eine Falle zu locken. Wir sollten dann verhaftet werden, während Colm sich aus dem Staub macht. So sollten wir seine Schuld mit unserem Off zusammen am Galgen büßen. Offenbar gefällt kaum diese moderne Welt noch weniger als uns. Mit mehr Glück als Verstand habe ich fliehen und irgendwie hierher zurückkommen können. Mehr tot als lebendig. Ich bin zusammengebrochen und habe ein paar Tage fiebrig im Bett verbracht. Dank der Pflege durch Miss Crimshaw und Miss Tilly und noch vielen zerknirschten Entschuldigungen von Dutch wegen seiner Dummheit habe ich überlebt und bin wohl wieder auf dem Damm. Die Schulter, in die ich getroffen wurde, das ist ein bisschen doof gemacht, hat keinen Wundbrand bekommen. Also werde ich wohl weiterleben, wenn auch noch hässlicher als vorher. Die Sache mit den Stadtbewohnern wird immer verrückter. Ich glaube, weder die Grays noch die Braithwaites haben auch nur einen müden Cent, aber ich habe ja noch nicht so viel mit dem Landadel zu tun gehabt. Was auch immer sie sonst so tun, sie geben einem nicht das Gefühl, dass adlige vornehme Leute sind. Sean wurde getötet. Ich bin trauriger, als ich zugeben mag. Ich habe das kleine Großmaul mehr gemocht, als mir selbst klar war. Er war wie ein lästiger kleiner Bruder für mich. Wir hatten eine Menge Spaß zusammen. Und jetzt ist er tot, den halben Kopf weggeschossen in einem Hinterhalt. Wir stürzen alles ins Chaos. Immer noch kein Konföderiertengold, aber dafür ein Sack voller Ärger. Ja. Lester? Ich vermute mal, wir können jetzt nicht mehr in die Stadt, ne? Jo.
muss ja hier lang. Easy.